ist wieder einer tot. Liegt da hier keine Batterie oder so? Ich komme den ganzen Weg hier umsonst hin. Lass die scheiß Kamera leer gehen. Zack. Boah, das saugt so viel. An Batterie. Nehmen wir mal ein bisschen mit der Dunkelheit. Ja. So viel dazu. Was soll man da aufgeploppt ist? Zombie-Piranha-Fische wollen meinen kleinen Zeh essen. Okay, wieder ein Checkpoint erreicht. Das heißt, hier können wir... Moment, das ist ein bisschen zu groß. Zu weitläufig. Boss. Boss, Gegner? Ich hasse so weitläufige Areale. Das geht gar nicht. Da. Ich höre da einen mit Ketten. Links. Direkt von links. Muss ich was aufdrehen? Ich habe keine Ahnung. Nein, verrostet. Diese Hilflosigkeit, die man spürt. Man weiß nicht, wo man hin muss. Man... Guck die ganze Zeit. Wir müssen einfach nur einen Weg rausfinden. Einfach nur überleben. Oh, wenn die Kamera aus ist, Nachtsicht weg und dann taucht was vor mir auf. Pure Panikattacke. Einfach nur ein bisschen auf die Geräusche hören. Ich sehe genauso viel wie ihr. Genauso viel. Alter, das ist gigantisch. Ich bin jetzt in einen riesigen Bogen gegangen, damit ich den Typen nicht begegne, weil... Wer weiß, wo der ist. Ich höre den. Links. Links. Alles links. Der stapfelt links rum mit den Ketten. Und wenn ich links sage, kribbelt das auch noch in meinem Arm und Bein links. Da, 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 da. Oh mein Gott, wie komme ich hier raus? Das ist eine Leiter. Das ist eine Leiter. Bitte lass da kein Zaun sein. Wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Lass die Batterie leer gehen. Die verschwende ich gerne hierfür. Komme ich nicht dran. Aber ich komme von da aus dran. Das heißt, ich muss da hoch. Und doch die Treppe. Ich weiß nicht, ob hier noch was liegt, ob hier was ist. Wenn der Typ mich entdeckt, wir rennen. Der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Spring, spring, spring. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Huhuhuhu. Oh mein Gott. Nicht da. Oh. Alter. So nervenaufreibend. Oh, schnell weg, bitte nicht packen. Wahnsinn, ey. Hallo, Interview. Ich weiß, du bist oh. Ja, du bist verzweifelt. Moment. Der guckt mich sogar an, wenn ich mich drücke. Ja, Interview geben. Ja, wir gehen jetzt mal weg, damit die dramatische Musik aufhört. Hey, Unreal Engine und keine Physik drin? Ich würde ihm gerne hier so ein Ding auf den Kopf werfen. Ich muss ja sagen, der Journalist ist total nett zu denen. Der will die nicht killen, der will einfach nur rauskommen und überleben. Ich meine, jeder normale Mensch hätte sich schon zur Verteidigung irgendwas genommen. Ja, ich bin erledigt. Wieso ist denn die Tür zu? Hä? Ah. Okay, der rennt nur hinter hier hin und her. Will mich aber irgendwie nicht killen. Aber wenn ich ihm begegne, knallt er mir ein. Kommt er nicht mehr hier vorbei oder ist der Weg einfach nur ein bisschen lang? Bitte, der kommt mir gleich entgegen und zimmert mir ein. Ist komplett weg? So, irgendwie nicht gesund. Mail Ward. Warum sollte es hier solche Gänge... Ich finde es immer toll, wer die Hand da mal auflegt. Erst, weiß ich nicht. Tut ziemlich viel zur Atmosphäre bei. Ja. Hallöchen.
Oh Gott, der randaliert da. Der kann nicht mehr. Der ist fertig mit der Welt und der randaliert. Ganz langsam hier vorbei. Wir wollen keinen Stress. Okay, blutroter Fluss. Da lief jemand. Ich habe jemanden gesehen. Bitte, springt ihr gleich um die Ecke. Oh, dunkler Raum wieder. Überall beleuchtet. Dunkel. Hell, dunkel. Oh. Ganz easy. Ruhig. Oh, wo kommen die Geräusche her? Oh, fuck. Locker durch. Und hier ist es hell. Okay, zurück ist... Was ist das denn jetzt? Zurück ist keine Option. Mail Ward. Ich ahne Schlimmes. Ach du fucking Scheiße. Jetzt habe ich die Augen in den Kopf gedreht. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Da liegen keine Körper mehr, als ob die einfach in den Mixer gepackt worden sind. Und dann natürlich einzelne Körperteile oben drauf. Ziehen wir uns mal die Notizen rein. Ein Festmahl für die Fliegen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum. Tausende von Fliegen. Ist der Weg nach draußen von dem Priester, der... Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Ich glaube, der Weg nach draußen führt direkt durch die Hölle. Aufmachen ist nicht. Kommt die ganze Suppe so entgegen. Erstmal einen Löffel holen. Das sieht lecker aus. Müsste der Darm sein. Ja, der ist ziemlich lang. Ich weiß gar nicht, wie lang. Ich habe mal gehört, vielleicht 5 oder 10 Meter irgendwie so. Auf jeden Fall ziemlich lang, das weiß ich. Aber wie viel genau, weiß ich nicht. Reicht das Hauptgeschoss der Männerstation. Ich muss sagen, das war jetzt furchteinflößend, ja, aber... Das müssen wir schieben. Ah... Oh, ich muss gedrückt halten. Easy peasy. Easy peasy. Nein. Nein. Da gehe ich nicht rein. Ich gehe nach Hause. Ihr könnt mich mal bauen, jetzt ein Loch durch die Wand. Scheiße, ich will da nicht rein. Oh, nö. Oh, nö. Oh, der zuckt noch. Okay, der lebt noch in so einer Zwangsjacke. Der sieht mich nicht, also kann nichts passieren. Oho. Boah, ihr müsst mal... Ich weiß, die Kamera kann das nicht sehen, aber ihr müsst mal gucken, was ich für eine Gänsehaut habe. Das geht das Licht weg. Du bist live drauf. Möchtest du uns was sagen? Warum wird er eigentlich in einer Zwangsjacke hier in einem Raum gesetzt? Gut, warum nicht, ne? Aber hier sind wir die Blutspuren, wir stehen mittendrin. Warum helfen wir dem Typen einfach nicht? Aber... Okay, den ist wahrscheinlich nicht zu helfen. Ich sollte aufhören, so viel zu reden, denn ich will nur meine Angst hier verstecken. Ist nicht. Wir müssen uns allem stellen. Le Tür. Boah, es gibt Blinke, ey. Ich finde ziemlich wenig Batterien hier, also... Irgendwie... Das Ganze nicht so fein. Mal schlucken. Huh. Hier geht's hoch. Böse gucken. Da kommt jemand. Nein, nein, nein. Du willst hier gar nicht reingehen.
Ich glaube nicht, dass der da durchkommt. Wenn ja, habe ich ein Problem. Wir gehen da oben hoch. Kacke. Wir müssen genau da rein, wo es geklopft hat. Wenn da jemand kommt, ich bin aufgeschmissen, weil hier kein Versteck ist. Meinen Viechern ist das egal, die kontrollieren alles. Sind wir zu dumm, uns zu fangen. Ich kann es nur schieben. Okay. Willst du mitkommen? Hm? Was ist mit dir? Sag hallo zur Kamera. Oh, der ist verzweifelt. Lass ihn in Ruhe. Ja, toll. Dann ist das Klopfen natürlich weg. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit, ist das. Kann man schon mal ein bisschen energischer hier werden. Zu. Zu. Gott, irgendwas jagt mich. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Oh. Weißt du, ich glaube, das ist das Schlimmste. Und das muss ich kurz erwähnen. Jetzt wird es hier ein bisschen wieder düsterer. Aber erst passiert nichts. Wirklich eine längere Zeit im Spiel passiert nichts. Und dann denkt man sich so, naja, okay, okay. Und wenn man dann vorwärts geht, dann passiert's. Dann passiert's. Oh, fuck. Zu lebendig. Ich kann da nicht durchgehen. Batterien. Oh, ich glaube, der macht da gerade was anderes als Schmerzen haben. Überall immer so viele. Boah, wow. Die wissen echt, was abgeht. Okay, wie ist das nochmal? Schauen wir mal eben nach. Kostenbericht Project Wallrider. Von Rick Trager. Wir sind hier in Deutschland. Sprechen wir Deutsch! Nein, Rick Trager vielleicht. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwirker. Und ich bin doch noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Kniffe erst noch. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Project Warrior wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Verarschen, der Typ ist gar kein Doktor. Die experimentieren ja einfach nur so an den Leuten rum. Oder die haben einfach irgendwelche Leute reingelassen, keine Ahnung, aber das ist kein Doktor. Und nicht mal ernst zu nehmen, na. Ich warte nur, dass wir irgend so einen Schacht hochklettern, taucht ein Gesicht auf. Oder wir stoßen direkt gegen einen Kopf. Oh, die Sachen filmen. Wir laufen einfach nur rum, haben Angst, aber es passiert nie was. Ich sag ja, das Spiel bereitet uns vor. Das will uns eine Sicherheit geben. Beziehungsweise bewegen. Oh, oh. Oh, shit. Schieb, 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 schieb. Oh mein Gott, schieb schneller. Nein, da kam ich her. Oh, 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 oh. Du kannst mich am Arsch lecken. Wie wär's damit?